Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft mit den verschiedenen Mods. Ja, und in der letzten Folge hatten wir uns ja noch tapfer durch den Nether gekämpft und es mit den verschiedensten Kreaturen dort aufgenommen. Ich erinnere nur an die verschiedenen, ja, an diese Lohen, die uns immer wieder attackiert haben und wir ab und an gebrannt haben, aber aufgrund unserer Rüstung, die ich jetzt auch mal wieder gegen, ja, die herkömmliche, ich sag mal, Alltagskleidung getauscht habe. Die ist jetzt hier erstmal sicher verwahrt. Wo ist sie verwahrt? Da oben. Die Skorpionrüstung. Des Weiteren habe ich natürlich auch schon die ganzen anderen Sachen hier abgelegt. Wie man sieht, es ist halt jetzt leider doch nicht so viel geworden, wie ich gedacht habe. Und eine der nächsten Aufgaben wird natürlich sein, ja, ich muss mal schauen, vielleicht gehe ich dann zwischendurch nochmal in den Nether und versuche den einen oder anderen Skorpion zu bitten, doch ein bisschen seine Chitinplatten mir zu geben. Genauso gut hätte ich halt von dem anderen Skorpion, der eben in den Eisregionen ja, auftritt oder spawnt, diese Frost-Chitin-Platten, weil die eben einen anderen Effekt haben. Vielleicht können wir das auch in der nächsten Folge mal gemeinsam machen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier einiges eben verstaut und alles abgelegt, was wir so an Loot bekommen haben. Denn heute möchte ich mich gern dieser Geschichte hier widmen. Und zwar hatte ich ja... Ja, genau. In der letzten Folge nochmal angekündigt oder vorgeschlagen, dass wir uns ja mal ein bisschen die Tränke angucken. Und ich habe jetzt hier schon einige Sachen vorbereitet, allerdings eben noch nicht den Braustand gemacht. Das werde ich jetzt als allererstes machen. Wir hatten ja einige Lohnruten bekommen und ich überlege jetzt hier vielleicht drei dieser Braustände hinzustellen. Da denke ich, das sollte dann ausreichend sein. Dann nehme ich noch ein bisschen... so natürlich nicht. Hallo. So. Und das war, glaube ich, so. Und erstmal ausprobieren. Genau. Voila. Und wir haben einen Braustand. Dann mache ich gleich mal noch die restlichen beiden. So. Und diese können wir eben jetzt dorthin stellen. Halt. So, ja, passt ja ganz gut. Ich denke mal, dann die Flaschen sollten da auch dran passen noch. Und ja, hier in einem, genau, dort habe ich halt schon welche hingestellt. Jetzt will ich nur mal... Ah, das ist, glaube ich, achso, und ich kann das jetzt hier gar nicht vergrößern, aber wir sind hier am Rand von diesem steilen Hang und jetzt wird es wohl auch dunkel. Ich muss gerade mal rausschauen schnell. Genau. Und deswegen hört man hier immer irgendwelche Tiere wieder, die hier irgendwie den Abhang runter plumpsen oder irgendwie eben diese, ja, Taube oder was das war. Aber das macht ja nichts. Ich würde vorschlagen, wir machen ganz kurz ein Nickerchen. So. Ausgeruht und frisch ans Werk. Was ich auf jeden Fall brauche, jetzt habe ich da auch ein paar Flaschen schon mit. Und hier ist das Waschbecken. Da kann ich diese ja mit Wasser füllen. Und das Erste, was die Grundlage für alle anderen Tränke ist, ist meist oder ja zu 99% halt ein seltsamer Trank. So, und da werde ich jetzt hier... Ach, ich hätte zum Beispiel gleich noch... oder ich nehme mal noch so... die mit. Genau, jetzt hängen die da dran. Jetzt brauchen wir aber eben Netherwarzen und die hatte ich ja hier... ich habe auch noch eine andere Sache vorbereitet, die zeige ich euch gleich, denn was man halt jetzt auch braucht, sind eben zum Beispiel jetzt hier Netherwarzen und dann fängt das an zu blubbern und es wird der erste Trank hergestellt. Jetzt nehme ich die Wasserflaschen auch hier und während der erste Trank gebraut wird, werde ich nochmal schnell Wasser holen. Ich merke aber eben, das Hoch- und Runterlaufen ist hier auch nicht das Optimale, da werde ich mir... ja, noch was überlegen müssen.
wie wir eine Wasserquelle vor Ort haben, die aber auch dann ganz gut da reinpasst. So, genau. Und dann mache ich hier nochmal welche. Jetzt müsste ich nochmal ganz kurz überlegen. Also die Grundlage ist im Prinzip dieser seltsame Trank, der aus Netherwarzen gemacht wird. Und jetzt könnte man eben überlegen, ob wir zum Beispiel einen Trank der Nachtsicht machen. Dafür brauchen wir eine goldene Karotte. Und das sollte ja eigentlich nicht schwer sein, denn ich habe doch eigentlich Karotten, genau. Machen wir gleich mal so, denn ich habe doch auch hier irgendwo die Goldnuggets. Mal noch zwei davon mitnehmen. Vielleicht doch erstmal nur drei. Genau, und wir haben die erste goldene Karotte. Jetzt reicht's nicht, ist ja aber doof. Was ist denn da draußen schon wieder los? Ist das ein Bär, der sich da bemerkbar macht und vielleicht irgendwie einen Trank haben möchte? Keine Ahnung. So, ich denke mal, drei sollten ausreichen, um das auszuprobieren. Ich gehe auch davon aus, dass jetzt seltsamer Trank, der hat erstmal keine Wirkung. Ich werde, damit ich nicht durcheinander komme, vielleicht die Wasserflasche mal hier rein tun. Sehr gut. Die seltsamen Tränke mal hier rein. Und diese da auch. Ach so. Dann nehme ich mal zwei und mache jetzt halt goldene Karotte. Da müsste ja eigentlich auch eine ausreichen, um diesen Trank herzustellen. So, und jetzt noch mal gucken. Also man müsste damit jetzt den einfachen Trank bekommen. Jetzt gucke ich mal. Genau, Trank der Nachtsicht, Mitte 3 Minuten. Und da würde ich jetzt natürlich dann noch einen zweiten machen, der einfach länger hält. Also bei 3 Minuten ist okay, aber es könnte natürlich schon die Stufe 2 sein. Und da brauchen wir einfach Redstone. So, nee, da oben nehme ich auch mal ein bisschen was mit. Und jetzt das Ganze da nochmal rein und die beiden. So, jetzt hoffe ich doch, dass der eine Redstone ausreicht, um diese beiden Tränke fertigzustellen. In der Zwischenzeit würde ich auch, was ganz gut ist, wenn wir im Nether sind und dann doch mal so in einen Feuergeist kommt, dass wir ein bisschen Feuerresistenz bekommen. Und dafür brauchen wir Magma-Creme. Also kein Problem, werde ich auch am besten mal drei machen. Das müsste ich nur mal wieder schauen. Ich glaube, für alle diese Tränke braucht man halt immer diesen wirkungslosen, einen Moment, seltsamen Trank, genau, der wirkungslos ist, und dann kommen die weiteren Zutaten dazu. Genau, einmal wieder Magma-Creme. Also hole ich mir, da ist noch eine, dann mache ich das auch mal gleich so. Halt hier oben hin. Zack, und einmal diese Magma-Creme. Es fängt wieder an zu blubbern. Hier ist es jetzt fertig. Voila. Und wir haben Nachtsicht mit 8 Minuten. Und da können wir doch mal schauen, ob wir vielleicht unter Wasser oder in der Höhle dann diesen Trank nehmen können. Ich habe in der Zwischenzeit hier auch schon neben diesen Droppern oder Spendern noch ein weiteres Regal hingesetzt. Das ist halt von Bibliocraft, und ich habe hier, glaube ich, aber auch noch was ich fertigstellen wollte. So, und da können jetzt die ganzen Potions rein. Ja, und muss ich da mal überlegen, wie ich das jetzt mache. Also hier sieht man die eben sehr schön dann drin. Das wird sich jetzt auch mit der Zeit dann füllen. Und oh,
Aha, ich verstehe. Dann muss ich doch wirklich. Ein Moment, der hat jetzt nur einen Feuerresistenztrank hergestellt und für die anderen gewöhnliche Tränke gemacht. Was ist denn ein gewöhnlicher Trank? Also, ich brauche doch eigentlich. Wo sind sie? Habe ich jetzt gar keine, den seltsamen Trank. Okay, dann probiere ich das jetzt doch nochmal einzeln. Seltsamer Trank. So. Und das wollte ich auch noch dann hier hinstellen. Also im Prinzip können wir dann zum Beispiel jetzt hier den Redstone schon mal einlagern, damit wir ein bisschen was haben. Oder eben ja, die Netherwarze, obwohl die nicht ganz so weit weg sind. Die Karotten würde ich dann halt hier auch daneben stellen. Also das hier ist nochmal so ein Redstone und Glowstone. Setze ich auch mal mit dorthin. Das sind die, ja, ich will nicht sagen Beschleuniger oder Katalysatoren, die einfach nochmal eine Verbesserung zwischen dem ersten Trank ja, verursachen oder erwirken. So, jetzt gucke ich, genau. Also Feuerresistenz haben wir jetzt da auch zwei. Setze ich mal am besten hier so unten drunter. Ja, und ich habe natürlich jetzt nicht so die Idee, jetzt, da war die Wasserflasche, da waren die seltsamen Tränke, dann tue ich die mal dort rein, was man mit diesen gewöhnlichen Tränken machen kann. Was aber jetzt auf jeden Fall noch sinnvoll wäre, wäre zum Beispiel direkte Heilung oder Gesundheit. Und da würde ich jetzt auf jeden Fall nochmal von den Flaschen, die ich jetzt gar nicht mit habe. Also ihr werdet auf jeden Fall noch dann merken, dass ich hier noch was hinsetzen möchte und eben auch gucke, dass ich vielleicht da irgend ja, Wasser vielleicht entweder über ein Waschbecken oder wie auch immer mir noch hinsetze, damit ich nicht immer hier nach oben flitzen muss. Und es geht natürlich schnell, aber es ist ja trotzdem immer ein bisschen mit einer Lauferei verbunden. So, als erstes natürlich dann wieder mal diese seltsamen Tränke und da reicht ja eine Netherwarze aus. Also ja, merkt man schon für die ja, selteneren oder aufwendigeren Tränke, wie eben hier die Feuerresistenz, muss ich natürlich dann einen höheren Einsatz bringen oder reicht eben nicht eine Netherwarze oder ein Item aus, um das anzupassen, sondern ich muss ja für jeden einzelnen Trank das einsetzen. So, was haben wir jetzt noch? Wir könnten zum Beispiel noch den Trank der Schnelligkeit machen oder eben halt, wie gesagt, den Trank der Heilung. Das würde ich jetzt gerne mal noch ausprobieren. Und auch davon gibt es eine zweite Stufe. Und eventuell, ja, kriegen wir auch noch den Trank der Regeneration hin, obwohl das ja diese eine Rüstung, die wir an oder die ich anhatte, die hat ja denselben Effekt gehabt, also mit der Regeneration. Aber Trank der Heilung ist schon ganz gut. Was brauchen wir dafür? Da brauchen wir auch wieder was hier drüben. Genau, da nehme ich auch mal wieder 5 Stück mit. Ach so, das würde ich jetzt hier auch gleich mal noch ablegen, damit wir es dann vorrätig haben, wenn wir es brauchen. Und zumindest. Nee. Nehme ich doch noch mal einen Goldbarren und mache mir zumindest zwei. Wie bekomme ich jetzt bitte diese glitzernde Melone? Ach, da brauche ich ja gar nicht so viel, umso besser. Dann, ja, die anderen alle wieder raus. So. Umso besser. Dann nehme ich doch gleich mal die und mache so. Dann haben wir 4 Stück oder naja, 5, weil wir jetzt die anderen noch haben. So. Und können damit. Ich ja, hoffe, wenn ich jetzt diese. Also wir haben jetzt hier wieder den seltsamen Trank und wenn ich jetzt die das nicht nur eine
Flasche wieder nur gebraut wird davon, sondern eben auch die anderen mit. Mal gucken, was passiert. In der Zwischenzeit habe ich hier noch zweimal Wasserflaschen. Dann mache ich nochmal diese seltsamen Tränke. Da sind die schon drin, aber hier war da noch eine Wasserflasche übrig. Also man sollte schon gucken, dass man möglichst immer alle drei Flaschen irgendwie hinbekommt. So, und sonst wäre es ja verschenkt, also die Netherwarzen. Was ich euch vielleicht, das mache ich dann beim nächsten Mal, dass wir hier nochmal in das Untergeschoss runtergehen, weil ich da noch was auch vorbereitet habe. Aber sehr gut. Sofortige Gesundheit haben wir und die würde ich jetzt mal hier reinstellen, dass wir sagen, okay, das erste Regal sind vielleicht die Vorbereitungstränke, wie eben dieser seltsame Trank. Hier dann die einfacheren und hier halt die doppelten oder die längeren. Und auch dieser wirkt jetzt erstmal einfach. Es gibt aber eben die Möglichkeit, den noch zu verbessern, wieder mit einem, ja, ich sag mal, Katalysator. Und das ist Glowstone in dem Falle. Und dann warten wir mal, bis das durch ist. Die sind schon fertig. Dann tue ich die mal hier so rein und schwupps. So. Aber diese, keine Ahnung, was man mit denen jetzt macht. Haben die irgendeine Wirkung, wenn ich das trinke? Nee, wird nur die Flasche leer. Okay. Das müsste ich mir nochmal anschauen. Aber das kann ich ja hier auch reintun. So. Und dann haben wir ja noch die Magma-Creme. Die werde ich mal dort mit reintun. Den hatte ich ja da drin, genau. Und also es gibt halt noch so das eine oder andere, was wir jetzt halt brauchen, um zum Beispiel einen Trank der Schnelligkeit zu machen. Also einen Unsichtbarkeitstrank, weiß ich nicht, ob sich das lohnt und ob die Zombies uns dann trotzdem sehen. Müsste man ausprobieren. So, jetzt haben wir sofortige Gesundheit 2, also wieder ein verbesserter Trank. Den würde ich dann hier unten reinstellen und so könnte ich das jetzt hier noch fortführen und vielleicht in der nächsten Folge nochmal den ein oder anderen Trank dann auch ausprobieren, wenn ihr das möchtet. Und wir werden natürlich dann mal schauen, was sich da unten noch getan hat. Auf jeden Fall finde ich es auch eine spannende Sache, diese Tränke herzustellen, und dadurch, dass wir jetzt ja hier schon so viel Stuff auch haben, also man kann zum Beispiel auch die Gastränen verwenden und mal gucken, was man halt damit dann machen kann, denn es war ja nicht so einfach, so eine Träne von diesem Gas zu bekommen. Und dann nimmt auch dieser hintere Teil hier des Kellers so langsam fertige oder ist in der Vollendung begriffen, und ich werde noch ein paar Kisten dann hinsetzen. Auf jeden Fall wird es sicher in der nächsten Folge wieder spannend weitergehen. Also bis dahin. Tschüss.